Samstagabend gegen 20 Uhr auf dem Volksfest in Schweinfurt. Alkohol gehört hier für viele dazu. Manche bleiben beim Bier, andere greifen gleich zum Wodka. Eine Stunde später, Bierwoche in Stettbach. Auch hier fließt reichlich Alkohol. Vor allem die 14- bis 18-Jährigen greifen zu Wodka, Asbach und Co. Unschuldig sieht es aus, doch in der Colaflasche ist mehr als nur ein bisschen Limo. Viele haben schon vorher kräftig vorgeglüht. Mit einer Asbach und einem Kasten Bier. Jeder eine Asbach, ja. Und ein Kasten Bier zusammen. Asbach, Wodka, alles. Alles dabei. Vier Flaschen haben wir vorhin. Vier Flaschen zu sechs. Gerade einmal 16 Jahre alt sind die Jungs. Vor den Eltern verstecken müssen sie sich trotzdem nicht. Doch, die waren alle dabei. Die waren alle dabei. Da sagen die nichts, wenn Bierwoche ist, sagen die gar nichts. Mein Vater trinkt einfach, bevor er Fußball gespielt hat, hat er immer mit seiner Kollegin eine Flasche Schnaps geleert. Ja, wir haben nur Bier geleert. Spiel. Damit sie besser trinken, damit sie besser spielen können. Warum können wir das nicht? Die Eltern als Vorbild also. Auch die Jungs haben schon vor dem Fußball getrunken. So sieht die Wochenendplanung aus. Man geht um 9 Uhr heim, steht man um 9:30 wieder auf, geht zum Bier, trinkt eine Flasche Schnaps. Und dann geht's weiter. Bis dann geht nicht mehr. Unser Leber tut ein wenig weh manchmal, aber das passt schon. Schon mit 14 hätten sie Alkohol getrunken. Jetzt sei es von Freitag bis Sonntag die Regel, erzählen sie weiter. 100 Euro wollen sie heute noch vertrinken. Die Veranstalter kennen das Problem. Unter 16 kommt keiner ins Zelt. Für alle unter 18 ist um Mitternacht Schluss. Wieder auf dem Schweinfurter Volksfest. Auch hier ist man gerüstet. Polizei und Malteser sind präsent. Heute bleibt es ruhig. Das ist nicht immer so. Also ich fahre auch regelmäßig Freitagnacht Rettungsdienst. Und da ist eben die Zeit der Disco und die Zeit der Alkoholleichen. Und da kam es wirklich öfters vor, dass wir jugendliche Mädchen, 14 Jahre, aus der Disco holen, die da auch bewusstlos sind. Also kommt häufiger vor. Häufiger als vor 10 Jahren, sag ich mal. Zurück in Stettbach gegen 1 Uhr. Auch die Jugendlichen kennen das Problem. Bei den Leuten passiert gar nichts mehr. Die spüren einfach nicht, wenn sie zum Beispiel hinfallen auf die Straße. Und die haben das ein wenig Wund, dann spüren sie das einfach nicht und lachen blöd. Ja. Wir haben auch schon erlebt, dass manche einfach da Straßenpfeiler rausreißen, ja. Autos simulieren. Dazu kommt es heute nicht. Auch der Rettungsdienst muss niemanden abtransportieren. Ein glimpflicher Ausgang einer promilleträchtigen Nacht, zumindest hier in Stettbach.